uns an diesem Abend, Gott Vater. Komm zu uns, Gott Vater, mit deinem Licht. Entfache in uns Liebe gegen das Dunkel, Jesus Christus. Entfache in uns, Jesus Christus, die Flamme deiner Liebe. Lehre uns in dieser Nacht, Heiliger Geist. Lehre uns, Heiliger Geist, mit dem Wort deiner Wahrheit. Wir möchten Sie alle ganz herzlich aus dem Raum der Stille an der Klosterstätte in Ilo grüßen. Heute nun müssen wir leider ein Ilo-Gebet ohne Besucher feiern. Deshalb hoffen wir, dass Sie sich einladen lassen, mit uns das Ilo-Gebet zu feiern. Für alle, die das Ilo-Gebet nicht kennen, stellen wir uns kurz vor. Unser Andachtskreis, das Ilo-Gebet, ist ein ökumenischer Kreis, in dem evangelische und katholische Geistliche und Laien leben. Das Ilo-Gebet wird an jedem Freitag um 17 Uhr hier an der Klosterstätte in Ilo in den stillen Räumen gefeiert. Doch nun zurück ins Hier und Heute. Wir hören jetzt gespielt von Hans Albert Theil das Lied »Da berühren sich Himmel und Erde«. Wir finden es in dem Liederbuch »Zwischen Himmel und Erde« unter der Nummer 2. Jetzt
und alle Zeiten und in Ewigkeit. Amen. Wir befinden uns in einem Raum, den es eigentlich gar nicht gibt. Gut 2 Meter hoch unter dem Fußboden der alten Kirche. Bis vor wenigen Jahren war hier Erde, ostfriesischer Gesteboden. Gut 2 Meter unter dem Kirchenboden des ehemaligen Zisterzienserklosters. Mit uns auf Augenhöhe 2 Grabstellen. 3 Menschen wurden hier beigesetzt. Wer kennt ihre Namen? Wer weiß, wer sie waren? Sicher weiß es nur der, der sie bei ihrem Namen gerufen hat, dem sie gehören, dem sie nahe sein wollten, gerade im Tod. Beigesetzt wurden sie nahe dem Altar, im Verständnis der Menschen damals so auf den Himmel näher. Sie zeigen so aber auch im Tod noch ein Bild menschlicher Macht. Wer ist mir gleich, dass er wie ich an diesem heiligen Ort eine letzte Ruhestätte findet? Ich höre vom Kreuz leise eine Stimme sagen: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Bilder vom Raum unterhalb der Klosterstätte haben wir gerade gesehen. Spuren des Glaubens begegnen uns, Spuren einer Geschichte. Von vielen Spuren werden wir berührt. Vielleicht haben wir den Hauch einer Ahnung bekommen, vielleicht kommen uns auf dem Weg auch viele Fragen. Beim Betreten des Raumes fällt der Blick sogleich auf das Kreuz und den Altar. Einen großen prächtigen Altar bekam die alte Kirche noch wenige Jahre vor ihrem Ende. Er ist jetzt das Einzige, was von dieser Kirche blieb. Heute steht der Altar in der Lamberti-Kirche in Aurich. Ein neuer Raum unter dem Raum, wo früher der Altar stand. Ein neuer Raum mit einem neuen Altar, hergestellt aus Buchenholz. Spuren seines Lebens finden sich im Holz. Viele Schichten Holz wurden aufeinander gelegt. Ein Bild für die Geschichte dieser Klosterstätte. Ein Bild auch für jedes Leben. Schicht auf Schicht. Bis zur letzten Schicht. Bis zur Vollendung. Der Altar wird gestützt von einem Stein mit dem Siegel des Abtes. Vermutlich ist es der Rest eines alten Altares. Das Alte stützt das Neue. Alles ist miteinander verbunden. Das Alte, das Neue. Gestern und heute. Heute und morgen. Unser Glaube hat seine Wurzeln in der Vergangenheit und streckt seine Äste hinauf in die Zukunft. Durch all die Zeit, das Kommen, Gehen und Vergehen, höre ich vom Kreuz leise eine Stimme sagen: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Im Wechsel sprechen wir jetzt das Ilo-Gebet. Aus der Tiefe steigt unser Gebet auf zu dir, geheimnisvoller Gott. Von dir kommt alles, zu dir geht alles, du trägst alles. Dein Himmel weitet sich über uns und im Kreis aus Wasserblau. Hier spiegelt sich auch unser Leben. Du bist nicht da oder dort, sondern mitten unter uns. In den stillen Räumen lässt du dich hören. Im Säuseln eines Windes flüsterst du zu Elia. Mit Jesus sprichst du in der lautlosen Wüste. Öffne unsere Herzen für das, was du uns sagen willst. Lehre uns, dass wir uns an dein Wort anlehnen, wie dieser neue Altar an jenen alten Stein. Du willst unseren Glauben schützen und stützen. Lass deinen Segen wie Licht über uns fluten, barmherziger Gott. Von dir kommt alles, zu dir geht alles, du trägst alles. Gemeinsam beten wir jetzt das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie
wir ergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Ausgangslied singen wir jetzt die Nummer 305. Wir finden es wiederum im Liederbuch zwischen Himmel und Erde und es heißt, Gott gab uns Atem. Bis dahin bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund. Geben Sie aber bitte auch Acht auf die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und bleiben Sie geduldig.